Wir haben nämlich vier Ämter besetzt werden müssen. Das ist einmal Vorsitzender, zweiter Vorsitzender, Schatzmeister und dann ein Beisitzer als Pflichtamt. Ja, guck mich nicht so komisch an. Ich weiß auch nicht, wer es reingeschrieben hat. Eure Satzung, nicht unsere. Ja, also ich habe das damals irgendwie auch nicht so richtig mitbekommen, warum wir das gemacht haben. Das heißt, wir haben sowieso... Ich kann die Diskussion an der Stelle kurz beenden. Ja. Ich glaube, als Wahlleiter ganz einfach... ob jemand geeignet ist oder nicht, entscheidet sich im demokratischen Prozess der Wahl. Und es gibt keine Vorauswahl darüber, ob man jetzt dieses optionale Amt zulässt oder nicht. Macht ihr über das optionale Amt Gedanken und nicht über die Person, die da drauf steht hinterher. Die Person, die da drauf sitzt hinterher, die wählst du in dem Wahlgang zu dem entsprechenden. Nicht am Anfang bei der Frage, ob sie Option geben soll oder nicht. Hier geht es nur um das Amt, nicht um eine Person. Ja, wir könnten uns aber die Zeit der Wahl sparen. Wir können uns auch die Zeit sparen, indem du jetzt darüber diskutierst, indem wir das einfach mal durchziehen, würde ich sagen, weil die Idee dahinter. Ich kann auch noch drei GO-Anträge stellen. Die Idee dahinter, wie er gerade schon sagt, es geht ums Amt, es geht um eine Funktion. Wollt ihr einen Generalsekretär? Das ist die Frage. Wer das nachher macht, ist eine ganz andere Geschichte. Da kannst du ja auch sagen, ich wähle ihn nicht oder sonst irgendetwas. Okay? Werde ich dann dementsprechend machen. Gut. Ihr habt aber da. Kleiner Tipp, wenn du das geändert haben willst, das steht in eurer Satzung, dann musst du einen Satzungsänderungsantrag beim nächsten Parteitag einreichen. Heute geht das ja nicht mehr. Es steht ja nicht in der GO. Die GO können wir per GO-Antrag ändern, aber eure Satzung können wir nicht einfach per GO-Antrag ändern. Deswegen ist eine Änderung hier auch gar nicht mehr möglich. Aber einfach merken für nächstes Mal, Satzungsänderungsantrag für den Punkt, wenn ihr das geändert haben wollt. Heute müssen wir es nochmal so durchziehen. So, dann frag mal ab. Gut, wir beginnen mit dem zweiten stellvertretenden Vorsitzenden. Also wir werden nachher definitiv einen Vorsitzenden, einen stellvertretenden Vorsitzenden, einen Schatzmeister und einen Beisitzer wählen. Jetzt geht es um den zweiten stellvertretenden Vorsitzenden. Wer könnte sich denn vorstellen, dieses Amt besetzen zu wollen? Nee, du fragst nur, ob sie das Amt haben wollen. Das sag ich doch. Also ja, wer möchte dieses Amt besetzen sehen oder mit genau. Dem auch immer. Ist ja völlig wurscht. Hebt mal eure Karten, wenn ihr dieses Amt im neuen Vorstand haben möchtet. Zweiter stellvertretender Vorsitz. Jetzt Karten hoch für ja. Das ist dürftig. Haben. Gegenprobe, wer ist dagegen, dieses Amt zu besetzen? Gut, damit ist dieses Amt erst einmal Obus Lethe. Das ist weg. Fragen wir das nächste Amt ab, und zwar den stellvertretenden Schatzmeister. Wer möchte denn, dass dieses Amt besetzt wird, gewählt wird? Danke, die Gegenprobe. Wer ist dagegen, dieses Amt zu wählen? Enthaltung. Das ist ein Votum dafür. Der Generalsekretär. Wer möchte einen Generalsekretär in dem neuen Vorstand sehen? Das ist ziemlich eindeutig, trotzdem Gegenprobe. Danke. Und wir haben noch den POLGEF, den politischen Geschäftsführer. Wer möchte im neuen Vorstand einen POLGEF? Danke, Gegenprobe. Ebenfalls. So, wir haben von den vier Optionalen jetzt drei, die wir wählen werden. Das ist der POLGEF, das ist der Generalsekretär und das ist der stellvertretende Schatzmeister. Damit kämen wir auf 7. Das heißt, wir werden am Ende dieser Wahlen eine Wahl eröffnen für 2 Beisitzer. Gut. Weil ihr habt eine maximale Anzahl von, also in der Satzung festgeschrieben, von Vorstandsmitgliedern, die 8. So, um die aufzufüllen, wählen wir ganz am Ende 2 Beisitzer. Oder auch nicht, je nachdem, was ihr wünscht. Frage zu deiner Formulierung. Haben wir eine maximale Zahl von 8 oder eine minimale Zahl von 8? Maximal heißt nur, dass wir auffüllen können, aber nicht müssen. Ihr habt eine maximale Anzahl. Der Vorstand kann nicht größer werden als 8 Personen. Wie müssen wir minimal wählen? 4. 4. Das habe ich ja vorhin gesagt. Also 4, du musst wählen einen Vorsitzenden, einen Stelf, einen Schatzmeister und einen Beisitzer. Mhm. So, wenn ihr sagt, ihr wolltet jetzt zwar einen Generalsekretär, aber ihr wollt die Leute nicht, dann gibt es keinen Generalsekretär. Wenn ihr keinen Beisitzer, also wenn ihr nicht zusätzlich noch zu dem einen Pflichtbeisitzer, dann wollt ihr keinen. Es ging nur um die Zahl. Also minimal 4, maximal 8. Den 8. Beisitzer ist kaum zu fragen. Ich frage, ob wir auffüllen wollen. Nö, wieso? Nee, das hatten wir gestern geklärt. So viele weitere Beisitzer wählen. Kann die Geschichte. Du erinnerst dich an gestern Abend? Wir können, aber du musst hier doch trotzdem fragen. Nein, ich muss nicht. Ich hätte noch
Eine kurze Frage. Du sagtest eben, wir wählen hinterher zwei Beisitzer. Was ist, wenn ein anderes optionales Amt nicht gewählt wird, also beziehungsweise keine Person über 50% der Stimmen hat? Werden dann theoretisch drei Beisitzer gewählt oder bleibt es dann bei zweien? Berechtigte Frage. Wenn ihr ein optionales Amt nicht besetzt, ja, dann werden so viele Beisitzer gewählt, wie der Vorstand fassen darf, und das sind acht. Mindestens aber ein. Weil das ist euer Pflichtbeisitzer. Ja, mindestens ein Beisitzer und am Ende so viele drauf Beisitzer, also bis ihr auf acht aufgestockt seid, ne, soll ja jedes Ruder im Boot besetzt sein. Ja, gut, wenn es keine Beisitzerkandidaten gibt, dann nicht. Sind wir hier auf einer Galeere oder was? Aber die Chance soll es ja geben. So, dann haben wir es. Ne? Dann eröffne ich jetzt die Listen gleich. Super, danke vielmals. Dann komme ich jetzt. Und zwar machen wir alle Listen gleichzeitig auf. Das heißt, die Kandidaten können sich gleich drüben bei mir im Wahlraum einfinden und sich für eine Kandidatur bei mir oder meiner Stellvertreterin, der Julia, melden. Alle Listen gleichzeitig geöffnet. Jetzt keine Panik. Wir machen natürlich die Listen erst immer zu, wenn ein Wahlgang bereits gelaufen ist, sprich jemand, der in einem Wahlgang leer ausgegangen ist und nicht gewählt wurde als Zweiter oder Dritter, der kann sich danach immer noch in Ruhe auf eine andere Liste eintragen. Wir machen jetzt nicht alle Listen auf, alle Listen zu. Eine Liste wird immer erst geschlossen zu dem entsprechenden Wahlgang und ihr könnt euch in Ruhe melden, wenn ihr bei einem Wahlgang zum Beispiel nicht gewählt wurdet, immer noch für ein anderes Amt. Keine Panik also. Ich öffne jetzt die Listen. Ihr müsst mir Zeit geben. Ich mache jetzt alle Listen auf und dann könnt ihr. Ja, ich brauche. Ja, die Kandidaten müssen hier erstmal bei mir einsprudeln. Ja, gut. So, ich öffne jetzt erstmal alle Listen. Und dann sage ich noch was zu, wie lange die Liste des Vorsitzenden aufbleibt. Ich eröffne hiermit die Liste des Vorsitzenden NDS. Ich eröffne hiermit die Liste des stellvertretenden Vorsitzenden, respektive der Stellvertretenden, Entschuldigung. Die Liste für den Schatzmeister oder für die Schatzmeisterin ist ebenfalls offen. Die Liste der Beisitzer ist offen. Und ich eröffne die Liste des stellvertretenden Schatzmeisters oder der Schatzmeisterin. Ich eröffne die Liste des Generalsekretärs oder der Generalsekretärin. Ich eröffne die Liste des politischen Geschäftsführers bzw. der politischen Geschäftsführerin. Somit sind jetzt alle Listen geöffnet. Zur Liste des Vorsitzenden, das ist ja der erste, der gleich gewählt wird, die mache ich in 10 Minuten zu. Ich meine, dass man Vorsitzender machen möchte oder nicht, sollte man sich ein bisschen länger überlegt haben. Deswegen 10 Minuten, habt ihr in der VL irgendwas anderes und dann komme ich nach vorne und präsentiere euch die Kandidaten, mache die Liste zu, dann fangen wir an mit dem Wählen. So, und die VL, wir haben da eine super Idee, was wir in den nächsten 10 Minuten machen. Das nennt sich Pause. Ja? Wir machen jetzt eine 10-minütige Pause. Alle können mal eine rauchen gehen oder sich hinten was zu essen holen. Und in 10 Minuten, wenn die Vorstandsliste, also die Liste für den Vorstandsvorsitz geschlossen wird, fangen wir an mit den Wahlen. Okay? The work of the person New York news media have dubbed the vigilante. Parlo da New York, two men. Commissario di polizia. Conferenza stampa. Sull'uccisione di sei bambini. Chef suizo di New York vigilante. Ici à New York, les nouvelles ne parlent que du vigilante. Test. Noch zwei kleine Durchsagen für zwischendurch. Ein Eintrag ins Wiki gilt nicht als Kandidatur. Man muss schon zu mir nach hinten sich bequemen und mir oder meiner Stellvertreterin gegenüber die Kandidatur erklären.
ins Wiki eintragen reicht nicht. Ihr müsst nochmal nach hinten kommen und sagen, ihr wollt gewählt werden. Das war die erste Durchsage. Die zweite Durchsage ist, es gibt ja immer mal wieder Leute, die schaffen es nicht zu einem Parteitag. Die können aber auch per Telefon ihre Kandidatur kundtun. Dann checken wir, ob die Wahl passiv wahlberechtigt sind. Und dann kommen die auch auf die Liste. Also falls ihr wen kennt, der heute nicht hier ist, der aber kandidieren wollte, checkt das mit dem Telefon ab. Wir kriegen das dann irgendwie geregelt.